Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Heute fand im Deutschen Bundestag die Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2025 statt. Ich möchte auf zwei Reden, die im Bundestag gehalten worden sind, eingehen. Zunächst auf die Rede von dem Bundeskanzler Olaf Scholz und anschließend auf die Erwiderung darauf durch die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel. Und damit hallo und willkommen auf meinem Kanal. Bitte gleich zu Beginn dieses Video teilen und meinen Kanal abonnieren, solltet ihr noch kein Abo haben. Für mich war die Rede von Scholz unerträglich. Es fiel mir sehr schwer, ihm zuzuhören. Der Grund ist eine vollkommene Ignoranz der desaströsen wirtschaftlichen Lage in unserem Land und seine totale Selbstüberschätzung. Scholz behauptete doch tatsächlich, dass Deutschland mit dem Schrumpfen der Bevölkerung das einzige Land in der Welt sei, das dennoch Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hätte. Dazu kann ich nur sagen, diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Weltweit ist Deutschland von 195 Ländern auf dem letzten Platz, also tatsächlich auf dem Platz 195. Wie kann man dann von Wirtschaftswachstum sprechen? Dann behauptete Scholz doch tatsächlich, dass wir uns aussuchen, wer nach Deutschland kommt. Er feierte die Abschiebung von 28 Afghanen als großen Erfolg. Das ist einfach nur lächerlich. Dann bezog sich Scholz auf die Gespräche im Innenministerium, die gestern mit der CDU über die Zurückweisungen von Migranten an den Außengrenzen Deutschlands geführt worden waren. Die CDU hat die Gespräche abgebrochen, weil keine direkten Zurückweisungen an der Grenze erfolgen sollten. Man wolle an den Grenzübergängen Einrichtungen schaffen, um die Berechtigung auf Einwanderung der Aufgegriffenen zu überprüfen. Ich frage mich, wie das konkret aussehen soll. Es müssten Gefängnisse errichtet werden, die die illegal Eingewanderten festhalten. Die Überprüfungen würden unseren Rechtsstaat weiter belasten. Es gibt eindeutig die Festlegung, dass jeder, der über einen Drittstaat nach Deutschland einreist, zurückgewiesen werden kann. Die anderen Länder wollen es einfach nicht. Österreich hat bereits angekündigt, diese Migranten wieder, die bei uns an der Außengrenze dann zurückgewiesen werden, nicht aufzunehmen, also wollen sie diese wieder nach Deutschland zurückweisen. Scholz griff in diesem Zusammenhang Friedrich Merz direkt an. Er bezeichnete die CDU als Sprücheklopfer und meinte, dass Merz seine Koalition sprengen wolle. Es wären Theateraufführungen, die CDU hätte sich, wie er meinte, in die Büsche geschlagen. Wir hören mal kurz in diesen Ausschnitt seiner Rede rein. Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt. Das sage ich hier ganz ausdrücklich. Und deshalb gehört auch dazu, dass wir das Management der irregulären Migration hinkriegen, dass wir die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, reduzieren und dass wir diejenigen, die nicht bleiben können, auch wieder zurückführen. Deshalb hat meine Regierung die Untätigkeit konservativer Innenminister von CDU, CSU beendet. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird, ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben. Sie können es nicht. Das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit. Zumal, wenn man zu der Gruppe von Politikern gehört, die kaum, dass sie die Redaktionsräume verlassen haben, vergessen haben, was sie gerade vorgeschlagen haben, weil sie niemals vorhatten, sich darum zu kümmern. Das ist falsche Politik. Ja, Herr Merz. Dann haben Sie angeboten, dass wir auch gemeinsame Sachen machen. Doch, doch.
Sie haben sogar angeboten, ich soll meine Koalition sprengen. Wäre auch eine super Sache. Aber habe ich nicht gemacht. Aber ich sage Ihnen ausdrücklich, das war gut, dass Sie dieses Angebot gemacht haben. Denn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wollen nicht irgendwelche Theateraufführungen hier erleben. Sie wollen, dass wir ernsthaft und seriös Politik machen. Seriös, ich buchstabiere Ihnen gerne, wie das Wort geht. Aber es ist wirklich die Art und Weise, wie Politik gemacht werden muss. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass jetzt das passiert, was eine Zeitung hier genannt hat, eine Schlammschlacht, wo jetzt alle sich vortragen, warum sie gut und die anderen schlecht sind. Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Hingehensweise in dieser Frage. Und deshalb sage ich, es wäre gut gewesen, wenn wir zu gemeinsamen Lösungen gekommen sind. Und ich sage Ihnen, auch wenn Sie es nicht hören wollen vielleicht, wir schlagen niemals eine Tür zu. Sie können immer wieder kommen. Trotz der schlechten Erfahrung, die wir gemacht haben, als vor einem Jahr dieses Angebot schon mal auf dem Tisch war und wir uns mit den Ländern geeint hatten und wir ihnen erläutert hatten, was wir mit den Ländern machen wollen und wir ihnen gesagt haben, wir machen auch gern was darüber hinaus und ich auch schon allen hier in dieser Regierungsmehrheit gesagt habe, bereitet euch darauf vor, ich bin wild entschlossen, mich zu einigen und auch Dinge zu machen, vielleicht die den einen oder anderen schwerfallen. Und ich erinnere mich noch an den einen oder anderen begeisterten Gesichtsausdruck. Da war das so, dass Sie gar nicht so schnell wieder wegkommen konnten, wie man überhaupt gucken konnte. Das ist doch ein Problem. Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Und jetzt schon wieder, das ist nicht gut für Deutschland. Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Sie haben vor 2-3 Wochen ein Drehbuch geschrieben, wo Sie sagen, Sie machen ein Angebot auf Zusammenarbeit und dann, wenn es möglich ist, schlagen Sie es aus und sagen, es ist nicht genug. So dürfen wir mit so einer ernsten Angelegenheit in diesem Land nicht umgehen. Wir wollen eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Bevor wir zu Alice Weidel von der AfD als zweite Rednerin kommen, möchte ich doch noch mal einen dritten mit ins Boot holen, nämlich Friedrich Merz, wie er auf die Anschuldigungen von Olaf Scholz reagiert hat. Herr Bundeskanzler, eine persönliche Bemerkung. Sie haben hier heute Morgen vorgetragen, es sei sozusagen mein Drehbuch gewesen, mit Ihnen Gespräche zu führen und unabhängig vom Ausgang dieser Gespräche mit großem Aplomb aus diesen Gesprächen auszusteigen. Herr Bundeskanzler, wir haben in der letzten Woche ein, wie ich unverändert finde, sehr ernsthaftes Gespräch miteinander geführt. Und ich habe Ihnen gesagt, warum ich mit Ihnen dieses Gespräch führe. Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei, die Behauptung, dass dies eine Inszenierung mit den Ministerpräsidenten in Deutschland gewesen sei, Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam. Sie ist infam. Gleich zu Beginn der Rede von Olaf Scholz war er auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen eingegangen. Nicht ein Wort der Selbstkritik. Er hat lediglich die AfD scharf attackiert. Ich will ein paar Worte sagen zu den Wahlen, die in Sachsen und Thüringen stattgefunden haben, weil ich finde, das gehört hierher und es muss auch klar gesagt werden. Die Wahlergebnisse für die AfD, die Wahlergebnisse für rechtspopulistische Parteien sind bedrückend und wir werden uns in Deutschland niemals daran gewöhnen. Die AfD ist schlecht für unser Land. Die AfD wird dafür sorgen, dass unser Land absteigt, wenn sie ihre Politik umsetzen kann. Die AfD hat ein Menschenbild, das ist von gestern, ein Frauenbild, das ist von gestern. Und wir werden alles dafür tun, dass diese politische Formation wieder an Bedeutung in Deutschland verliert.
Sie sind mit der Vergangenheit verheiratet. Und zwar einer Vergangenheit, die Sie stilisieren, die es gar nicht gegeben hat. Sie versuchen, unser Land um die Zukunft zu bringen. Und deshalb ist das die große Auseinandersetzung hier in Deutschland, in vielen Ländern in Europa, übrigens auch in den USA. Die Auseinandersetzung über die Frage, ob wir in unseren Ländern daran glauben, dass wir eine bessere Zukunft haben und Politik machen, um sie zu erreichen. Oder ob wir glauben, dass wir nur auf die Vergangenheit orientiert sein sollen und unser Land deshalb verfeinden und mit Ressentiments in den Untergang führen. Das werden wir verhindern. Nicht motzen, sondern handeln und anpacken. Das ist die Devise. Eigentlich sollte es ja eine Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2025 werden, von irgendwelchen Haushaltsfragen, wie man den Haushalt hinbekommt. Es fehlen ja immer noch 12 Milliarden Euro. Habe ich nicht ein einziges Wort vom Bundeskanzler gehört. Es waren Angriffe auf die AfD gewesen. Und die AfD hat sich natürlich entsprechend gewehrt. Selbst Kritik kam von der Bundesregierung, von Seiten des Bundeskanzlers, nicht ein einziges Mal. Er hat alles, was er und seine Regierung in der vergangenen bisherigen Legislaturperiode gemacht haben, in den Himmel gehoben. Selbst Kritik, wie gesagt, war nicht zu hören. Und Frau Weidel hat auf diese Rede von Olaf Scholz entsprechend reagiert. Sie hatte sich noch während der Rede, als Scholz geredet hatte, Notizen gemacht. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf das, was Alice Weidel uns zu sagen hat. Die Rede hören wir uns vollständig an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Fast 3 Wochen sind verstrichen seit dem grauenhaften Messer-Terroranschlag eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers in Solingen. 10 Tage sind ins Land gegangen seit der krachenden Wahlniederlage in Sachsen und Thüringen, die Ihre Kanzlerpartei zur Splitterpartei degradiert hat. Sie wollen sich immer noch einreden, dass die Wähler Ihnen in Scharen davonlaufen, weil sie Ihnen ihre Politik nicht gut genug erklärt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bürger haben ganz genau begriffen, dass ihre Politik Wohlstandsvernichtung, Deindustrialisierung, Massenmigration und Verlust der inneren Sicherheit bedeutet. Sie sind der Kanzler des Niedergangs, Herr Scholz. Für die Erosion Deutschlands als Industrienation steht auch der Niedergang von Volkswagen. Für den angeblichen Klimaschutz zerstören Sie die deutsche Wirtschaft. Das VW-Desaster ist aber nur die Spitze des Eisberges. 500.000, eine 500.000 Arbeitslose verzeichnet die Statistik, seit Sie die Regierung übernommen haben. Das sind Hunderttausende Familien, Millionen Menschen, die um ihre Zukunft fürchten müssen. Und es trifft alle Branchen und besonders die Automobilindustrie und alles, was an ihr hängt. Zulieferer ZF streicht bis zu 14.000 Stellen. Bei SAP fallen 10.000 Jobs weg. Ford 4.600, Bosch 3.760, Bayer 3.200, BASF 3.300, Michelin 1.500, Miele 1.300, Continental 1.200. Die klangvollsten Namen bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab und verlagern ins Ausland, weil sie hier nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Liste wird täglich länger. Die Stahlsparte von ThyssenKrupp erweist sich wegen Unwirtschaftlichkeit als unverkäuflich und steht vor dem Untergang. 27.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Zahl der Insolvenzen hat im Juli ein 10-Jahres-Hoch erreicht. 40% mehr als noch im Vorjahr. Eine dramatische Bilanz, und es ist Ihre Bilanz, Herr Scholz.
Die bedrohten Privathaushalte will Ihr Wärmepumpenminister Habeck, den ich hier heute vermisse, wo ist der Minister Habeck eigentlich bei dieser Debatte, dazu noch zwingen, für die politisch geforderte Demontage von perfekt funktionierenden Gasnetzen zu bezahlen. Der Haushalt, den Sie nach mehreren vergeblichen Anläufen schließlich vorgelegt haben, ist so dilettantisch und zusammengeschustert wie Ihre gesamte Regierungskoalition. Sie knüpfen den Bürgern Steuergelder und Abgaben in Rekordhöhe ab und kommen trotzdem nicht aus. Sie türmen Schuldenberg auf Schuldenberg, und es reicht Ihnen nicht. Um es klar zu sagen, dieser Haushalt ist eine Unverschämtheit und an Unseriösität nicht mehr zu unterbieten. Während Sie versuchen, die Bürger mit Alibi-Politik und Migrationsgipfeln zu beschwichtigen, finden jeden Tag immer weiter Messerattacken und Vergewaltigungen durch illegale Migranten statt. Sie zelebrieren kurz vor den Landtagswahlen eine absurde Luxusabschiebung von ganzen 28 afghanischen Schwerstkriminellen und geben ihnen noch ein fürstliches Handgeld von 1.000 Euro mit auf dem Weg. Das sind 2 afghanische Jahresgehälter, der Lohn für Mord und Vergewaltigung und eine weitere Einladung für illegale Migration. Zur gleichen Zeit finanziert dieses Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser ein Portal, das in 9 Sprachen zu Tipps und Tricks gegen ihre eigene Behörde aufruft, um Abschiebung zu entgehen. Diese Bundesregierung sabotiert Abschiebung, indem sie per Chancenaufenthaltsrecht Aufenthaltstitel verteilt und Ausreisepflichtigen auch noch zusätzlichen Rechtsbeistand auf Kosten der Steuerzahler verschafft. Der Attentäter von Solingen konnte sich seiner Rückführung nach Bulgarien auch deswegen monatelang entziehen, weil eine grüne Ministerin Abschiebung hintertreibt und ein CDU-Ministerpräsident sie gewähren lässt. Mehr als die Hälfte des Jahres arbeiten die Steuerzahler für einen Staat, der illegale Migranten ins Land lockt und den Bürgern die Sicherheit raubt, die er ihnen schuldig ist. Die Opfer von Solingen könnten noch leben und unversehrt sein, würden die Verantwortlichen nach Recht und Gesetz handeln. Das heißt zuerst und vor allem, illegale Migranten gar nicht erst ins Land zu lassen, sondern die Grenzen schließen und jeden zurückweisen, der ohne Rechtsanspruch und ohne Papiere nach Deutschland eindringen will. Nicht vorübergehend, sondern für immer. Das ist im Übrigen keine Option, das ist eine rechtliche Verpflichtung, die Sie haben. Artikel 16a Grundgesetz sagt klar, Einreisende aus sicheren Drittstaaten haben keinen Asylanspruch. Paragraph 18 Asylgesetz legt fest, dass die Zurückweisung dieser Illegalen nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Keine europarechtliche Verpflichtung setzt diese Regelung. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen da hinter mir? Ja, es stört, das machen wir auch nicht. Also keine europarechtliche. Es ist der reinste Kindergarten mit Ihnen. Und die nächste Wahl wird kommen. Ich fange das dritte Mal an, damit Sie auch die Gesetze kennen. Keine europarechtliche Regelung setzt das außer Kraft. Kein souveräner Staat kann gezwungen werden, Einreisen gegen sein Recht und seinen Willen zu dulden. Und dann kam eine CDU-Kanzlerin. Diese Kanzlerin hat dieses geltende Recht vor 9 Jahren mit einem Federstrich weggewischt und eine Herrschaft des Unrechts etabliert, die Deutschland zugrunde richtet. Darum ist alles Makulatur, was die CDU Ihnen heute erzählt und Herr Merz nachher erzählen wird.
Die Realpolitik der CDU sehen wir im Übrigen in Berlin. Hier im CDU-regierten Berlin explodiert die Zahl der Einbürgerungen. Es gibt kaum Ablehnung von Einbürgerungsgesuchen. 60% mehr Einbürgerungen in Berlin in den ersten 8 Monaten dieses Jahres als im gesamten Vorjahr davor. So sieht CDU-Politik aus. Massenmigration und migrationspolitischer Kontrollverzicht haben tödliche Folgen. Wir brauchen die Migrationswende, und zwar sofort. Nicht-Deutsche greifen 6-mal häufiger zum Messer und begehen 7-mal häufiger Sexualdelikte als deutsche Staatsangehörige. So hat der Chef der Bundespolizei, Roman, zuletzt die Lage zusammengefasst. Seit 2017 wurden laut Zahlen des BKA mehr als 52.000 Frauen Opfer eines Sexualdelikts durch Asylmigranten. Hauptherkunftsländer Syrien, Afghanistan, Irak. Die Zahl der Gruppenvergewaltigungen stieg im letzten Jahr auf 761, mehr als 2 dieses grauenhaften Verbrechens an jedem Tag. Bei 209 Gruppenvergewaltigungen im Land Nordrhein-Westfalen sind fast 3/4 der Tatverdächtigen Nicht-Deutsche oder haben einen offenkundigen Migrationshintergrund. Rund 2/3 der Tatverdächtigen in der Bandenkriminalität sind Nicht-Deutsche. Ja, worauf warten Sie also noch? Schieben Sie diese Verbrecher endlich ab. Und gegen explodierende Migrantenkriminalität helfen nur sofortige, robuste Maßnahmen. Ein striktes Moratorium für Einwanderung. Aufnahme- und Einbürgerungsstopp von allen Migranten für mindestens 5 Jahre und keine Einbürgerung von Menschen, die in unserem Sozialsystem hängen. Schließung der Grenzen, ausnahmslose Zurückweisung aller Illegalen, sofortige Ausweisung aller Illegalen und Straftätern, Beseitigung aller finanziellen, rechtlichen, sozialstaatlichen Anreize, Sach- statt Geldleistung und endlich den Umbau des Asylrechts. Das würde eine verantwortungsvolle AfD-geführte Regierung jetzt tun. Sie alle haben das migrationspolitische Staatsversagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten aktiv vorangetrieben. Mehr noch, Sie haben die Wege der Vernunft ausgeschlagen und stattdessen die Gesellschaft gespalten. Sie haben Kritiker systematisch diffamiert mit Ungeziefer-Vergleichen und übelster Fäkal- und Nazisprache entmenschlicht und den Geheimdienst auf Sie angesetzt. Herr Hofreiter von den Grünen hat mit seiner Forderung, die Plattform X zu verbieten, die hässliche Fratze des totalitären Ungeistes aufgezeigt, der Sie beherrscht. Und das heißt auch, Sie halten die Meinungsfreiheit für gefährlicher als den schrankenlosen Import von Mördern und Terroristen. Statt im fairen Ringen die beste Lösung zu suchen, berauben Sie die Opposition wichtiger parlamentarischer Rechte. Sie verweigern uns bis heute uns zustehende Posten im Bundestagspräsidium, in entscheidenden Gremien, in den Ausschüssen. Damit berauben Sie Millionen Wählern ihrer vollen parlamentarischen Vertretung. Sie sind die wahren Demokratie- und Rechtsstaatsverächter. Mit fadenscheinigen Manipulationen wollen Ihre Genossen und Kollegen in Sachsen und Thüringen diesen Wählerbetrug fortsetzen und die Kraft, der ein Drittel der Wähler einen ganz klaren Auftrag gegeben hat, mit allen Mitteln von der Regierung und ihren Rechten fernhalten. Ihre demokratische Mitte, die Sie dafür konstruiert haben, ist so demokratisch wie das mittlere D der DDR. Im Wahlkampf schreibt die CDU von der AfD ab, lehnt aber alle Anträge von uns ab. Komisch. Und nach der Wahl reiht sie sich in die linke Einheitsfront ein. Das ändert aber nichts an unserer Entschlossenheit, im Interesse unseres Landes diese Groteske abzustellen. Und das spätestens in der nächsten Wahlperiode, die hoffentlich nicht erst in einem Jahr beginnt. Denn so lange kann Deutschland nicht mehr auf Reformen warten. Und solange hält das unser Land auch nicht mehr aus. Wer echte Veränderungen und Reformen will,
der wählt die Alternative für Deutschland. Ich bedanke mich. Eine großartige Rede von Frau Dr. Alice Weidel, wie ich finde. Der Bundeskanzler hat Frau Weidel, hat der AfD vorgeworfen, sie würde unser Land zugrunde richten, wenn sie in Regierungsverantwortung kämen. Sie waren bisher nicht in Regierungsverantwortung. Es ist vollkommen unbewiesen, dass es so tatsächlich eintreten würde. Angeblich wären sie gegen die Frauen, gegen die Familie und. Das ist mitnichten der Fall. Sie würden die falschen politischen Signale endlich umkehren und das Land wieder vom Kopf auf die Beine stellen. Ich bin davon überzeugt, dass die AfD eine gute Politik fürs Land machen würde. Und ich hoffe, dass es doch noch irgendwie einen Weg geben wird, dass zumindest in Thüringen derjenige, der knapp 33% erzielt hat, nämlich Björn Höcke mit seiner AfD, dass er die Gelegenheit bekommt, eine Regierung zu bilden, denn dieser Auftrag steht ihm zu. Schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, dieses Video teilen und liken, meinen Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.